So, Freunde, jetzt wird wild. Ah. Wir werden nämlich hier gleich von der Spur 1, ja, werden wir nämlich ganz wunderherrlich in den Autozug fahren. Richtig, ja? Philippi und ich werden hier schön mit unseren Geräten auf den Autozug fahren und dann geht es ab nach Innsbruck. Und dann später im Zug, wenn wir unsere schöne Kabine bezogen haben, erzählen wir mehr. Geile Bude, ey. Wahnsinn. So, jetzt sieht man auch was. Ah, Manneken. Ja, ich habe hier Kopffreiheit. Also sitzen ist echt scheiße hier. Weil du hast vier Tippo habe ich mehr Platz. Kein Rückenpolster und diese Umbau, also ich weiß nicht genau, wahrscheinlich kann man das irgendwie umbauen, aber wir sind zu doof. Keiner weiß von uns, wie das geht. Vielleicht fragen wir gleich mal so einen netten Herrn Schaffner. Und hier ist jetzt natürlich erstmal sensationales Abendessen, ne? Schönes Feierabendbier. Ach, wie sich das gehört. Genau, machen wir mal ein Bierchen auf. Wir müssen ja nicht mehr fahren, obwohl wir fahren. Richtig, das ist witzig. Der Vorteil. Ja? So geil. Ja. Hier richtig schön ungesundes Essen. Mm. Ist nicht da, KFC das ungesündeste Fastfood? Mit Sicherheit. Ich hoffe vor allen Dingen, dass die Toiletten hier einigermaßen sind, weil sonst wird es gleich doppelt eklig. Mit der Currysoße. Also hier, wir bauen das jetzt um, Hartmann. Ja, ja, ich glaube, wir bauen das jetzt um. Moment mal. Guck mal hier, du musst eigentlich nur diese Hebelchen hier nach vorne machen. Eigentlich nur. Eigentlich nur. Die Sätze, die wird eigentlich nur anfangen. Ja, und dann kannst du das so runterklappen. Das machen wir jetzt eben. Guck, das tun wir noch hin, ey. Digga, Alter, wir haben hier das Ganze fressen. Wir essen jetzt erstmal. Ja, gut. Und danach machen wir es. Hartmann hat Hunger. Also, wir essen jetzt was und dann, ne? Jetzt machen wir noch einen kleinen Foodporn. Aber groß. Mmh. Mmh. It's feeling good. Da kann der Hänsler aber sowas von einpacken. Perverso. Ohne Ende hier. Guck mal da. Ah. Wollen wir jetzt hier mal so ein Filet nehmen? Ist halt die Frage, wie viel Filet das wirklich ist. Kennst du die Story von der Kentucky Fried Mouse? Nee. Ne? Nein, bitte jetzt nicht erzählen. Ach, das ist doch herrlich. Das ist in Amerika so ein Typ, der angeblich eine frittierte Maus in seinem Ding hatte. Ah, Story. Mm. Das Internet hat das erfunden. Mm. Ja, schlecht schmecken tut es ganz gut. Hallo, mm. Freunde. Mm. Mm. Das Feierabendbier. Prost. Hart Manneken, auf unseren Trip. Auf unseren Trip. Road and Rail Trip. Road and Rail, ja. Road and Rail, man. Der Philipp, der telefoniert jetzt noch mit seiner Frau. Und wir haben noch Besuch bekommen hier in unserer netten Kabine. Deswegen werden wir uns erst wieder melden, wenn wir da sind, weil wir hier nicht die Privatsphäre der anderen Menschen stören wollen. Gute Nacht. Ja, das ist hier das wunderschöne Badezimmer. Ich sag mal, die Sockenschuh-Kombi ist natürlich Endgegner. Ist ja klar. Ist hier ein bisschen Wasserhahn, ein bisschen Papyrus, ein bisschen komische Seife. Kannst du deinen Rasierer anstecken, wenn du einen brauchst. Dann geht das los hier für 1,50 €, ne? Zum Glück noch so normale Wasserflaschen. Weil irgendwie habe ich keinen Bock mehr mit dem Wasser die Zähne zu putzen. Ja, jetzt gucken wir mal, wie wir klarkommen hier. So, die schwierigste Aufgabe war jetzt tatsächlich die Hose wieder anzuziehen. Ist nicht so geräumig hier und wenn der Zug die ganze Zeit so hin und her wackelt, ist auch nicht so einfach. Aber ich habe es geschafft.
der Moment, wenn du alles schön in deinen Rucksack gepackt hast und dann checkst, okay, in einer Gammelshose oder in Maske. Geil. In dem Zug ist nämlich Maskenpflicht. Yeah. So, Freunde, ab ins Abteil. Lecker, ne? Ja, ganz hochwertige Nummer hier. Ja. Wo hast du nochmal gesessen? JVA Walterstadt, ne? Da war das Frühstück ähnlich. Oh Mann, ey. So, da sind wir im wunderschönen Innsbruck. Ciao. Ja. Oh. Ja? Wilde Nummer. Ich sag dir, ey. Der Night Jet. Der Night Jet, ja, da haben wir nochmal. Ganz krank Ding, der Night Jet. Ach nee, Freunde. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was unsere Autos sagen noch. Und Frühstück wäre nicht schlecht. Das halbe Brötchen da, das war jetzt nicht. Ja? Hartmännchen? Nee, sowas Zünftiges wäre geil jetzt. Ja, ne? So, Freunde, da hinten wurde gerade der Züglein angekoppelt und da stehen auch irgendwo unsere Flieger drauf. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also hier unten, das wird glaube ich ein bisschen sportlich. Wir müssen da irgendwie durch den letzten Wagen und dann da so in der Ecke rum. Und die Leute oben fahren hier einfach gemütlich die Rampe runter. Bin echt gespannt, wie das gleich so laufen wird. Und ich bin auch mal gespannt, wie die Autos so aussehen. Ich habe ja gehört, das könnte vielleicht ein bisschen dreckig sein. So, hier ist die wilde Rampe. Ah, da unten kommt schon der erste raus. Ich bin echt gespannt wie ein Flitzebogen. Jetzt erstmal reinklettern da in den Zug. Da unten rein. Hier. Und dann da hinten. Stehende Geräte. So sieht das hier übrigens aus. Können wir mal gucken. Also ist echt auch ziemlich glatt und eben. Es ist nur extrem schmal. Ne? Ihr seht hier diese Stahldinger an der Seite. Also das ist beim GT3 eine ganz knappe Nummer. Da sind wir. Servus. Servus! Da, Philly! Ja, stehen noch, ne, würde ich sagen. Beide noch da, das ist schon mal gut. Schon mal gut. Na, Philly hat auch den Jutreiniger dabei. Ne? Ach, hier. Alles am Start. Guck mal, ganz wichtig hier. Ah, Bremsenreiniger. Top. Ich bin auch Ferrari. Servus! Servus! Da ist der Chef. Der kümmert sich hier um alles. Du bist der Chef. Nee, du bist der Chef. Ah. Maschallah, größter Dank. Ja, danke dir. Maschallah, immer kein Auge. Ja. Ja, geil. So, also Autos sind da. Autos sind auch sauber. Also alles gut. Hier könnt ihr sehen, ist nicht so viel Platz. Ne? Okay. Nicht so schön, wie ich gedacht habe. Der Kollege da vorne, der ruft uns. Die Autos fahren über uns drüber. Das ist so ein geiles Gefühl, muss ich sagen. Und es hört sich auch noch komisch an. Einfach rausreißen, links, rechts gucken, ne, wo wir hinsteuern sollen. Wenn wir mal ein Marcel. Danke, Mann. So, Freunde der Sonne, jetzt werden wir erstmal ein bisschen
den Wagen auf Vordermann bringen, weil ich bin ja mit dem Fahrzeug von Düsseldorf nach Hamburg gefahren. Und zu meiner Schande muss ich sagen, er war bei Abfahrt schon nicht ganz sauber. Ja? Deswegen werden wir jetzt hier mal schön ein bisschen Carwash betreiben. Wenn ihr euch fragt, warum fährt der bekloppte Godi erst nach Hamburg, um dann nach Innsbruck zu fahren, kann ich euch erklären, wir hatten halt einfach Bock auf dieses Abenteuer-Autozug. Und deswegen haben wir das gemacht. Bescheuert, ne? Aber günstiger als auf der Straße fahren und auch entspannter. Hat nur viel länger gedauert. 85, nee, am Ende 74 Minuten Verspätung. Ne? Aber ansonsten, coole Nummer. Where I take it and you know I do it well. When I come through, better show up with spec. I ain't want nothing but that motherfucking check. You can catch me at your door. Boah. Ja? Guckt euch das an, ey. Schön sauber sind sie geworden. Schön sauber sind sie geworden. Ja, jetzt werden wir ein bisschen hier über die schönen Straßen Österreichs fahren und unser Hotel aussuchen. Aber natürlich ganz entspannt, weil wir wollen ja ein bisschen was von den Straßen haben. Ne? Und was wir dann noch so treiben und warum wir eigentlich hier sind, das erzählen wir dann später. Ah, Leute, ein Bild für die Götter, sagt der Hartmann gerade. Und er hat recht. Wetter ist zwar kacke, aber ist egal. Autowaschen hätten wir uns auf jeden Fall sparen können. Ja, Hartmännchen? Ja, aber jede Autowäsche macht schlauer. Denn. Autowaschen ist wie Yoga. Autowaschen ist wie Yoga, alles klar, gut. Da wir ja heute schon Yoga gemacht haben, suchen wir uns jetzt was zu essen. Die Pizza sensationell. Philly hat die aufgekehrtes vom Pizzabäcker genommen. Alles, was die Küche hergibt. Alles, was weg musste. Schönen guten Morgen. So, liebe Leute, jetzt geht los bei beschissenstem Wetter. Also echt ätzend. Was machen wir hier? Wir sind hier auf einer Dolomitentour. Wir werden hier, der Philipp und ich werden hier mit ein paar Kumpels ein bisschen durch die Dolomiten fahren. Es wird, glaube ich, sehr schön, auch trotz Regen und Semislicks. Ich würde sagen, wir rollen jetzt mal ein paar Meter, ja? Und wenn wir dann gleich irgendwo sind, wo es eventuell nicht regnet, zeige ich euch ein paar Autos, quatsche ein bisschen mit dem Philipp und nehme euch einfach mit auf einen lustigen Tag mit ein paar Bekloppten, wo ich immer nur sagen kann, Leute, macht das einfach mal. Trommelt ein paar Kumpels zusammen und dann auch ganz entspannt fahrt ihr einfach mal eine Runde über schöne Straßen. Man muss gar nicht heizen. Ganz entspannt langfahren, ein bisschen Natur genießen, Straßen genießen, Leute genießen. Das ist echt, also gerade jetzt, wenn man so viel zu Hause war und so weiter, bin ich schon echt froh, ein bisschen wieder unterwegs sein zu können. Eine schöne Abfahrt, muss ich sagen. Hat Spaß gemacht. Hartmännchen war zwar ein bisschen langsam, aber wir sind ja nur für den Spaß hier. Richtig geiles Bergpanorama. Autos sind dafür natürlich auch wie gemacht, muss man ehrlicherweise sagen. GT3 RS, ne? Ich sag mal, schön schwarz-grün, aber wirklich an alles gedacht. Guck mal da am Schaltknopf, könnt ihr das sehen? Ah, geil. Richtig, richtig gut.
Hier eh ein Grün-Fan, also alles schwarz mit Grün. Kommt natürlich auch gut. Hier haben wir wieder unsere Jahrescrew. Wie gesagt, die Burschen haben auch echt brennen lassen. Den goldenen Rack gefällt mir fast noch ein bisschen besser. So. Hier haben wir noch einen wunderschönen McLaren. Na, hier die Paparazzi ist wieder, ne? Ist der Stuhl offen? Nee, warte mal. Ah, Freunde, guckt hier, das meinte ich. Alles in Grün, wirklich an jedes Detail gedacht. Auch so was stehe ich ja, ne? Einfach geil, grüner Käfig. Puah. Ein paar Süßigkeiten. Ich klaue mir jetzt erstmal einen Mentos. Oho. Mentos geklaut und auch noch ein rosanes. Mmh. Mmh. Kindheitserinnerungen werden wach mit dem komischen rosa Mentos. Also in Kreide heute ist natürlich auch einfach ein Brett. Ne? Kann man nicht anders sagen. Schöner Cayman GT4. Sind hier die Jungs von Drive Elements, die quasi vorwegfahren. Die kennen die guten Strecken und die wissen natürlich auch, wie man macht. Ne? Das ist echt angenehm. Eine kleine Gruppe, schön geschmeidig. Wenn du die Möglichkeit hast, ein bisschen flotter zu fahren, machst du das. Wenn Gegenverkehr ist oder sonst was, machst du schön ruhig. Sehr geil. Nee, herrlich. Jetzt regnet es einfach wieder wie aus Eimern. Ah, zum Glück sind wir nicht aus Zucker. Aber ist natürlich trotzdem eklig, ne? Jetzt wollte ich hier eigentlich noch groß was zeigen und ein bisschen was mit den Leuten erzählen. Aber das ist natürlich Kokolores, weil jetzt hat natürlich auch keiner Lust mit mir zu reden, weil es regnet halt wie Sau, ne? Ja. Hier. Zieht euch das rein, dass ihr, ob man das sehen kann jetzt hier. Aber es regnet halt echt wie aus Eimern. Richtig schön ekelhaft. Aber es macht trotzdem Spaß. Wirklich geil. Total geil, haben sie gesagt. Schönes Wetter, haben sie gesagt. Schnee und Eis, Semi-Slicks. Sensationell. Es ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ja, Leute. Sensationelle Kulisse. Also hier mit dem Auto hochfahren ist geil und wenn dann hier oben bist, ist eigentlich noch ein bisschen geiler. Oder oben ein kleines Kapellchen. Da haben wir hier so ein cooles kleines Gasthaus. Okay, der LKW, der gerade den frischen Espresso liefert, der killt jetzt ein bisschen das Bild. Aber das ist egal. Ist so schön hier. Herrlich. Richtig gut. Ja, also ihr seht, ganz, ganz kleine Truppe. Sehr coole Geschichte. Drive Elements. Macht einen Riesenspaß, muss ich sagen. Ganz entspannte Jungs. Und ja, wir fahren hier ein bisschen durch die Dolomiten und genießen das Wetter. Ne? Aber fahrtechnisch macht es natürlich Riesenlaune. Grazie. Ah, guck mal hier, Freunde. Ah, schöner Espresso. Na, ihr wisst ja, wie es geht. Okay. Guckt euch das an. Das ist doch mal ein Line-Up für so eine geschmeidige Ausfahrt. Und hier die Freunde mit den Yaris, wie gesagt, die lassen richtig brennen. Haben auch Winterreifen drauf, also die machen das öfter. Ja, wir waren ja vom Schnee etwas überrascht. Es war leider so eine Kacksituation und so kalt und so fies, dass ich da jetzt nichts Großes gefilmt habe. Ich war einfach nur froh, als wir da wieder weg waren. Ja, aber hier nochmal zum Yaris zurück. Ist auch ein geiles Setup einfach, ne? Mit den goldenen Rädern. Ah, herrlich.
Ah, schön. Ich könnte einfach den ganzen Tag hier abhängen und ein bisschen über die Umgebung sprechen und 1875 Mal erzählen, wie geil das hier alles ist. Vielleicht muss ich mal ein Video mit Bear Grylls machen. Das wäre doch mal eine Idee, oder? Ausgesetzt in der Wildnis. Fahren wir mit dem GT3 irgendwie in die Berge und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Schön. Oh nein! Nein! Wie unglücklich ist das, bitteschön? 9,12. Warte mal, wir machen noch weiter. Vielleicht kriegen wir 9,91. 9,19? Ah, 9,28 bist du auch schon vorbei. 9,64 schaffst du. 9,64 schaffst du. Ja, ja, ja. Nein! Ah! Verdammt nochmal! Scheiße! 9,68, das ist auch okay. Ja, das ist auch okay. Das ist auch schön, auch ein schönes Fahrzeug. Ach nee, Fipsi, ja? Einmal einen wilden Trip hinter uns hier, wa? Das üben wir nochmal. Schön ein bisschen Dolomiten. Ja, das nächste Mal kommen wir wieder, auf jeden Fall. Aber dann brauchen wir ein bisschen mehr Wettergott. Wir brauchen mehr Wettergott. Wobei das ja schon schön aussieht. Ne? Also wenn wir da mal so jetzt hier, Moment mal. Da, guck mal da, schön. Also Nature-mäßig ist das schon geil hier. Aber Wetter, scheiße. Ja, aber vor allem, ist egal. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Aber guck mal, hier hätten wir wieder eine Waschbox. Ja. Deine geheime Leidenschaft. Ja, genau. Dann wasch doch mal eben dein Auto, Pipsi. Ja, ist jetzt genau das Richtige. Geil. Ja, Mausebär. Geiler Trip gewesen. Danke für alles. Komm gut nach Hause, mein Schatz. Ja, wir fahren hier noch mal ein bisschen quer. Wir fahren noch ein bisschen durch die Büsche hier, durch die Berge. Ich fahre nach Hause. Dann. Ja. Auch hier, Männer, danke für alles. Hat Spaß gemacht mit euch. Bis die Tage. Und fahrt vorsichtig, ne? Tschüss. Tja, Freunde, was soll ich euch sagen? Es ist einfach der absolute Horror. Komplett zugeschneit. Hier gerade so ein Pass hochgefahren, zack, stehe ich einfach im Schnee, komplett zugeschneit, hier geht nichts mehr. Ich bin ja schon auf dem Weg nach Hause, ja, und mein Navi hat mich ins Verderben geschickt. Jetzt roll ich hier gerade irgendwie tierisch steile Straße runter. Ich bin gerade schon einem Mercedes ausgewichen, der hier runtergerutscht kam. Katastrophe, ehrlich. Also, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das jetzt hier weitergehen soll. So eine Scheiße ist mir auch noch nicht passiert. Zieht euch das mal rein. Es ist einfach alles Eis und Schnee und ja, Semislicks und Co. Ich glaube, ich brauche nicht mehr zu sagen. Und jetzt rolle ich hier einfach irgendwie mit 3 km/h den Berg runter. Weil wenn ich natürlich jetzt zu schnell werde und einmal ein Rad stehen bleibt und ich einmal ins Rutschen komme, dann wartet, weil hier sind echt steil. Also hier sind zwar überall Leitplanken, Berg runterfallen werde ich nicht, aber ich glaube, dem GT3 wird das nicht so gut gefallen, wenn ich hier 3, 4, 5, 6 Mal einschlage. So eine Scheiße, ey, fuck. Ey, sowas habe ich auch echt noch nicht gehabt, ey. So ein GT3 ist natürlich auch das beste Auto, um rückwärts zu fahren. Wie gesagt, vor allem mit dem Semi-Slick und so. Und ich habe halt immer noch Angst, dass irgendein Spinner oder noch ein Spinner von vorne kommt und ich dem dann nicht so elegant ausweichen kann. Fuck off, ehrlich. So eine Scheiße. Und jetzt kommt einer von hinten. Ganz mutiger. Gucken wir mal, wie weit der kommt. Ja, Bro, fahr vorbei oder ich weiß auch nicht. Eventuell hat der Winterräder, ich weiß es nicht. Nein, der hat keine Winterräder. Der wird auch nicht weit kommen. Mich hat eben ein GLS überholt, der ist auch oben stecken geblieben. Also voll Katastrophe. Ich bin so durch, ne? Jetzt bin ich echt diesen verkackten Berg rückwärts runtergefahren. 3 km/h. Zweimal dem Tod ins Auge geblickt. Guckt euch das mal an hier. Ich meine, es ist ja echt schön, ne? Aber nicht bei 0,5 Grad und Semislicks, ne? Ey, vor allen Dingen. Du fährst den Berg hoch und auf einmal, bumm, Schnee. Krank, es ist wirklich einfach krank. Wahnsinn, ey. Boah. Ja, jetzt muss ich hier irgendwie nach Cortina rollen, den Berg runter. Ich habe gerade mit einem hier der Führungsjungs gesprochen, die weiter in die andere Richtung gefahren sind. Ich muss ja wieder zurück jetzt. Und der hat mir jetzt gesagt, wie ich fahren muss. Es ist echt nicht lustig. Shit.
Also echt, nee. Witzig ist anders. Definitiv. Boah. So wild einfach, Leute. Krass. GoPros sind leer, aber ich muss euch jetzt hier irgendwie mitnehmen, weil ey, wenn ich schon so ein Abenteuer hier erlebe, dann müsst ihr wenigstens dabei sein. Zum Glück habe ich noch genug Sprit. Wäre jetzt der nächste Traum. Boah, nee. Was hab ich mir da wieder einfallen lassen? Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Komme ich hier gerade die Straße runter? Ich bin erstmal stehen geblieben, weil hier steht einfach 992 GT3 ringsherum platt und hier ist kein Mensch. Sieht aber frisch aus. Keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll. Ich habe gerade mal gerufen, keiner da. Krass.